Schauen wir uns mal zur Vorbereitung die einzelnen Teile genauer an. Das Intro klingt langsam gespielt so. Das erste Pattern von Vers 1. Kommt ein G Major 9. Und 4 Bände höher H Moll 9. Und nochmal G Add 9. Vers wird wiederholt, dann kommt der Refrain. Hier gehen wir in ein Fingerstrumming mit den Akkorden A Add 9, E Moll 9. Das kommt mehrmals. Dann kommt ein G Major 7, H Moll 11 mit A im Bass. Nochmal G Major 7, H Moll 11 mit A im Bass. Und G Major 7. Das Drumming Pattern wird so gezählt. 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und. Die Anschlagrichtung ab, ab, auf, ab, auf, ab, ab, auf, ab, auf. Das klingt dann so. Natürlich im Songtempo ein Tick schneller. Am Ende habe ich noch eine Gitarre 2 notiert. Die wird im Original von einem präparierten Klavier gespielt. Das können wir aber ganz schön nachahmen. Und zwar durch die Palm-Mute-Technik. Wenn ihr also hier ganz flach vor der Stegeinlage hier die Handkante auflegt, kriegt ihr einen abgedämpften Ton, der dem ganz ähnlich klingt. Ich spiele es euch mal langsam vor. Zweite Phrase. Im Zusammenhang. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Können wir ein bisschen auf Geschwindigkeit üben.